Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Runde 2 vom Eternal Master Seal. Diesmal mit Marc. Hallo. Der Nächste, der mich wegklatschen will. War aber ein knappes Ding gegen Kai, habe ich gehört. Der steht übrigens noch hier. Wir filmen natürlich alles hintereinander und nicht an mehreren Tagen. Ja, schade. Schade war es. Möchtest du cutten? Ach, Quatsch. Okay, dann kann ich dann... Ich möchte natürlich cutten. Vorzüglich. Ja? Ja, gerne. Mayan. Mayan. 64. 41. Ich fang an. Das ist genau die Hand, die ich sonst nicht hatte in den Spielen. Ja. Ich keep das auch. Go. Ganz merkwürdiger Keep. Go. 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 Schön draw go. Klassiker. Go. Da möchte man bestimmt so einen eben Rift Watcher haben. Kriege ich zwei Leben. Genau, für alle, die den nicht kennen, der kommt mit drei Vanishing-Marken ins Spiel. Wenn der das Enter, ins Spiel kommt oder das Spielfeld verlässt, bekomme ich zwei Leben. Sobald zu Beginn meiner Abkeit nehme ich eben einen dieser Time-Counter darunter und sobald alle Marken darunter sind, muss der geopfert werden. Dann bist du. Denke ich einfach meinst du. Ja. Sind zweimal kann der angreifen, ne? Ja. Kriege ich zwei Leben. Das sind mal Enter und Leaf, ne? Ja. Ja, go. Das hat sich nicht gut angefühlt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht machen sollen. Dann ein Pilgrim's Eye. Wenn das Pilgrim's Eye ins Spiel kommt, darf ich meine Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen, das auf meine Hand nehmen und danach meine Bibliothek mischen. Dann nimmt man natürlich ein... The Wastes? Genau, was ich nicht drin habe. Ich nehme einen Swamp. Auf der Hand aber, ne? Ja, ja, genau. Das kommt jetzt auf der Hand. Und dann wäre ich auch fertig. Dann bist du. Dann go. Würde ich ganz gerne angreifen. Ja. Nimm einen. Ja. Haha. Das ist fair. Dann hätte ich gerne ein Wunder. Oh. Dann bist du. Das ist gut. Go. Dann ist das wohl pazifiert. Nichts. Dann erstmal hauen. Nämlich? Dann so ein Bravo. Da hatte ich Angst vor. Dann bist du. Beliebig viele Non-Lands oder nur Creatures kannst du? Non-Land Permanents, you control. Okay. Then return those cards to the battlefield under their owner's control. Aha. 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 Aha, aha, aha. Aha, aha. Kacke, ich wusste, ich hätte es anders machen können. Ja, go. Oh Mann. Nicht gut. Dann würde ich ganz gerne
Victimize. Kann ich nicht mal. Es müssen genau zwei Kreaturen im Graveyard sein. Steht gar nicht Abtu da drauf. So eine Frechheit. Abtu, Junge. Ja, schade. Dann spiele ich einfach einen Swamp. Dann würde ich ganz gerne angreifen. Ja. Ja. Trigger. Ja. Hier, gehen die beiden, kriegst dann Pazifismus wieder. Ja. Die beiden zurück, dann habe ich hier noch einen Trigger. Jo. Ist okay. Nehme ich neben, dann bist du. Ankarten? Jetzt viele. Fünf jetzt. Sag ich mal, go. Dann würde ich ganz gerne angreifen. Komm mit Damage, ist es? Hm. Ja. Ich tue jetzt so, als ob ich das Victimize nicht kenne, ne? Ja, tu dir. Gönn dir. Declare Text. Würde ich ihn gerne annihilieren. Dann würde ich ihm ganz gerne Schutz vor Schwarz geben und eine Karte ziehen. Bitter. Dann habe ich einen Card-Draw-Effekt. Ja. Damage? Dann Damage. Drei? Dann Trigger, dann... Hast du ihn gar nicht angegriffen? Nein. Okay. Dann habe ich hier so einen Trigger, dann... Ja. Mehr Planes. Läuft da noch alles? Mehr Planes, sagt der Mann. Okay. Hm. Tango. Das Vindicate vermisse. Warum? Ich weiß nicht. War so gut? War okay, ja. Kann man mal machen, ja. Ja, ja, ja. Ich dachte, der Rest der Handkarten funktioniert so, aber es funktioniert genau nicht mit ihm. Würde ich ganz gerne angreifen. Ja. Das sind... Fünf wären es im Moment. Fünf. Ja. Dann Damage, dann Trigger. Ja. Ja. Sagt er, kann er... Ja, nehme ich hier natürlich alle drei. Dann kommen alle drei wieder, dann habe ich hier so einen Schlag. Ja. Bravo ist gut. Das konnte man mal machen, fand ich. Hier. Dann habe ich diese Runde schon lang gelegt. Keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sind es genau. Komm, was soll's hier? Wake Dancer ist zwar nichts gestorben. Aha. Dann bist du. Ja. Anime dead. Trigger. Ja. Cool. Eins Dreier. Eins Dreier. Fliegend. Das ist das Nervtötende.
Lanes. Mhm. Of casting a spell or activating an ability. Na, das ist natürlich jetzt strong, dieses Wording. Core Hookmaster. Weil es ein Triggered Ability ist. Ah, ist es, wenn... Whenever Hookmaster hits as a battlefield tap target creature and open controls, that creature doesn't untap during its controller's next untap step. Aha. Dann würde ich ganz gerne angreifen. Ja. Krieg ich 5. Würdest du 5 kriegen, ja. Dann Trigger, dann... Ja. Kommen wieder der Target jetzt ihn. Ah, ist das fies. Ich habe noch einen Pilgrim's Eye Trigger. Ich weiß gar nicht mehr, guck mal, ich habe sogar echt noch einen Basic Land. Mhm. Ich glaube, ich habe schon eins gelegt, mach mal. Archer? Mm, ja. Ja, damit kriege ich den Rest meines Decks. Ja. Dürfen sie wieder haben. Du bist zu gütig. Hm. Bitter. Das ging an Mark, oder was? Ja. Ja. Ja, ich würde es halt. Ah, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich keep das auch. Go! Go! Mana Elf. Ja klar. Nicht 2 10, das ist verboten. Illegal! Dann go! Hey 1. Ja. Flaggenträger, Koalition. Ja, dann go. Dann ein Hookmaster, tap ihn. Dann bist du. Go! Out of gas. Würde ich ganz gerne hauen kommen. Ja. Keine Blocks. Dann nimm 2. Ja. Böser Typ. Der Ravager. Rager. Phyrexian Rager. Yep. Verliere ich ein Leben, ziehe ich eine Karte. Mhm. Krieg ich ein Leben. Mhm. Danke. Upp. Kann ich auch. Für 3. Für 3, dann krieg ich 3. Dann deiner. Angriff für 2. Keine Blocks. Dann nimm 2. Dann ein Sorry Angel. Mhm. Dann bist du. Würde ich gerne die Elf-Kreatur zerbersten. Für 5? Für 5. Dann für 5. Dann sag ich go. Dann würde ich ganz gerne eine Nicht-Elfen-Kreatur zerbersten. Und zwar einen Menschen-Flaggenträger, weil ich es muss. Alles klar. Wake Dancer? Oh ja. Trigger. Ja. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo Zombies rumfliegen.
Ja, mit Sicherheit. Wo sind denn die Tokens gelandet? Ah, hier. Ja. Dann hauen wir 4. Auf 11. Dann bist du. Angriff. Würde der Zombie ganz gerne blocken. Ja. Handkarte? 3. Los, friss Schaden! Ja, dann hast du halt Schaden gefressen. Danke. Er ist gut. Er ist erstaunlich gut. Ja, ich bin auch ein wenig erstaunt. Ja, ne? Also das Wording ist ein bisschen sehr komisch, von wegen nur Activated Abilities und keine Triggered Abilities. Aber es ist okay. Aber es ist ein ziemlich guter Dude. Dann würde ich ganz gerne Night's Whisper casten. Ich verliere 2 Leben und ziehe 2 Karten. Jo. Perfekt. Geile Karte. Value. Das ist sick. Ich hab schon jemanden gespart. Pilgrim's Eye habe ich so einen Trigger. Ja. Hätte ich's mal nicht getan. El Brago on top? Ja, El Brago on top. El Digga. Dann mach mal. Blood Artist. Ja, natürlich. Ich muss mir den Brago wieder nach oben legen, du jetzt. True. Attack. Nehme ich 2. Wie gesagt. Jetzt muss ich überlegen. Moment. Anker? 4. Ein Land, ne? Ein Land. Du bist auf 7? Ich bin auf 7. Bist du auf 10? Nein. Sicher? Nein, das Whisper hat mich auf 10 gebracht. Und dann Angriff für 2. Genau, macht 8. Und nicht 7. Aber ist egal. Go. Wichtiger Unterschied gerade. Stop it, dude. Brago. Ist okay. Hast also das Removal? Sowas ähnliches, ja. Pazifismus. Na, ich sag mal so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Angst vor irgendwas haben muss, weil ich so wenig Karten noch kenne. Oder dein Deck halt kaum kenne. Ich hab ja eben nur ihn und. Was ist das für ein geiles Deck eigentlich geworden? Was ist ja abartig, ey. Ey, das Problem ist, dass zu wenig blaue, gute blaue Karten dabei waren, dass man Brago wirklich splashen musste. Na gut. Hauen für 1. Ja. Danke. Dann Anguish Unmaking. Carrying Feeder? Dann ein Carrying Feeder. Wieso? Ja. Deluge? Der ist 4, die sind 4. Du hast 8 Leben, ne? Dann würde ich gerne 4 Leben bezahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ja. Oh, kein Removal auf den Artist. Dann ist gut. Da hatte ich eben schon Angst vor. Ah, schön. Sehen wir noch ein zweites Spiel? Du meinst ein drittes? Ein drittes Spiel. Ja, man muss dazu sagen... Ich meine ein zweites Spiel, was ich gewinne. Ach so. Ja. So, das entscheidende Spiel. Wird spannend. Wird spannend. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich Brago. Vielleicht habe ich ein Vindicate, was ich besser caste. Ja. Wird sich zeigen. 1, 2, 3, 4. Interessanter Start. Mist, ich wollte dich doch abheben. So, letztes Spiel. Schauen wir mal. Du fängst an? Ja. Aber die ist schon mal gut. Naja. Ja. Na. Na. Oh, come on, Deck. Keep. Nein. Richtige Entscheidung. Wie viel Colorfix? Ich hätte voll gerne diesen Civic Wayfinder, was die erste Mal. Der 3-Mana-F, der nach außen. Oder so ein Auge des Pilgers da. Ja, das Eye of Pilgrim. Hatte ich, glaube ich, auch keins. Was auch sehr gut ist, was ich vorhin gesehen habe, ist dieser komische Typ, der war früher in Ravnica, der sucht ja auch ein Land raus. Civic Wayfinder oder so. Ja, den meine ich ja, den 11. Für 2 Mana ist das nicht. Nee, der kostet 3. Ist es nicht 11? Ich weiß es nicht, aber so. Nee, stimmt, der ist nicht Human, ne? Ich meine nämlich auch, der ist Human für 2 Mana sogar. Dass der sucht allerdings nur auf die Hand. Ja, nee, das kostet ja gleich 2. Das ist eine. Halbwegs akzeptable 6 Keep. Ja. Wolle. Gönn dir. Go. Go. Von oben geleckt. Dann go. Mach die Hand jetzt nicht viel. Go. Nächstes Mal Staffel geklärt. Dann noch so ein Ravager. Zieh ich eine Karte, verliere ich ein Leben. Fair. Der Ravager ist übrigens ein Rager, immer. Na, ist mir doch egal. Dann bist du. Dann Sack. +1/+1, danke. Ja. Was? Hookmaster. Hook it up. Hast du geschafft. Danke. Den habt ihr nicht mehr. Eine Runde. So eine Frechheit hier. So was. So much Frechheit. So motherfucking goddamn true. Hans ist in unser Haus. Okay. Hier, dann opfern wir beide meine Kreatur. Nehm ich die. Verstehe ich ja gar nicht. Ich habe auch mal meinen Rager. Rager? Dann so ein Wake Dancer, dann go. Das ist ja ziemlich gut, das Geplänt, ne? Ist ein Auto oder was? Go, ja. Leichten Anfall gehabt. Field of Souls. Immer wenn nicht Token stirbt, kriege ich ein 1-1er Spirit. Da ist mal für 4. Nehme ich. 18. Dann so ein Pilgrim's Eye. Fair. Tutored Plains. Mhm. Dann bist du. Würde ich gerne meinen den Pangolin spielen. Möchtest du 2 Kreaturen noch von deinem Aufwächi? Du kriegst nur einen 1-1 weißen Flieger. Ja, für jeden, die stirbt. Bei mir. Bei dir aber nur. Ja. Nee. Whenever a non-token creature is put into your grave. Ja, doch, okay. Das wäre auch viel zu stark. Ich kann dir nicht sagen, wo die Karte her ist. Ganz altes Teil. Ja. Ja, dann sterben die beiden hier mal. Trigger. Ja, mach's einen 1-1er. Das war okay. Das war okay, gut. Dann go. Drei Handkarten? Ja. Würde ich ganz gerne erstmal angreifen. Ja. Keine Blocks. 2? Dann nimm 2. Dann Brago, King of Eternal. Ich hab's raus. Dann bist du. Dann Brago, King of Eternal, sagst du? King Eternal, Entschuldigung. King Eternal heißt er sogar. Ich weiß nicht, überhaupt im Deutschen.
Keine Ahnung. Gibt's gar nicht auf Deutsch. Schön die Ewigkeit. Doch, den gab's auch irgendwie. Nee. Nee, den gab's nur in Conspiracy. Achso, Conspiracy. Und jetzt, hier. Dann König Ewigkeit. Dann König Ewigkeit. Was hast du wohl noch auf der Hand, was mit ihm gut sein könnte? Gar nichts, oder? Gar nichts, absolut gar nichts. Ich habe nur noch einen Wake Dancer und solange er nicht stirbt, ist er ziemlich unspektakulär. Ein Bleizoll-Druid? Ja, klar. Ein Gravedigger nimmt das Pangolin. Ja, natürlich. Hallo. Hatte ich mal so einen Trigger. Würde ich ganz gerne angreifen. Möchte der mit angreifen? Ne, der möchte mal zurückbleiben, den greift nur King Brago an. Keine Ahnung. Zwei. Keine Chance. Dann habe ich einen Trigger, dann exile ich immer den Rift Watcher. Ja. Dann habe ich einen Trigger, weil er das Spielfeld verlässt, dann kommt er wieder, dann habe ich einen Trigger, weil er wieder ins Spiel kommt. Dann kriege ich also effektiv vier Leben, was sich leider durch zu wenig Würfel darstellen lässt. Kannst du den mit exilen, ja, ne? Ja, kann ich. Ich denke auch genau das werde ich auch nämlich immer tun. Ich habe sogar den Wake Dancer geblinkt. Natürlich. Dann bist du. Eine unbekannte, ein komisches 6-5 Riesenviech. Das würde ich auch gerne mal versuchen zu casten. Das Pangolin. Das Pangolin, das resolved auch. Dann für 3. Elefantenguide. Plus 3, plus 3. Wenn er stirbt, kriechen 3 Elefanten. Go. Das kann ruhig. Ich denke, dagegen kann ich nichts machen. Dann keine Handkarten. Das ist jetzt natürlich relativ strong. Dann so ein Hookmaster. Dann tappt ihr dir mal den Spirit weg. Dann würde ich ganz gerne hauen kommen. Kam der from the top? Der kam jetzt from the top, ehrlich gesagt. Das muss ich zugeben, der kam from the top. Na gut. Dann würdest du 4 kriegen. Dann habe ich hier mal so einen Trigger. Dann nimmt der mal alle 3 raus. Dann habe ich hier krieg wieder 4 Leben. Dann habe ich hier dann das Pangolin-Ding. Ja. Fuck! Dann mach mal. Habe ich mir was Geiles zusammengebastelt anscheinend. Aha. Humidity, that's good. Genusch. Für x gleich? 4. White Mainline. No way, Alter! Habe ich Brago auf die Hand zurückgenommen. Dann 4. Ja, dann stirbt das. Trigger. Dann habe ich hier auch so einen Trigger. Krieg ich nochmal 2 Leben. Ich hoffe, den Würfel kann man sehen. Er hat das eine Ding auch eben getoppt, denkt er. Also gut. Ich brauche einen Elefanten. Das ist ein Elefant, der Elf, okay? Offensichtlich. Wer kennt das schon nicht? Das ist Friedhof, das ist mein Zeit. Ich habe immer noch 0 Handkarten, ja? Ja.
Go. Dann als Whisper. Ja. Oh. Oh. Gott, ist das wie Leben. Jetzt heißt es ausgrinden. Komm, leg mal Brago, Vindicate, von Top, gewonnen. Oh. Danke. Warte. Ich leg das schon mal hin, ne? War ja. Schwarz-Weiß beliebig. Ein Vindicate von the Top. Dann hat der mal Schutz vor Weiß. Das ist einfach unfassbar. Zieh ich eine Karte? Dieses Ding, ey. Dann nehme ich 6. Danke. Nicht so viel Fluchen on camera. Läuft das alles noch? Apropos Camera? Krieg ich ein Leben. Ja, Sir. Mach mal. Die 6 hast du schon weggenommen. Du hast auch, glaube ich, gemacht. Nee, du. Nee, ich. Nee, du. Würde ich gerne helfen? Ja. Würde ich nochmal 6 nehmen. Sag ich, go. Krieg ich ein Leben? Mhm. Sag ich, go. Carol wieder. Ja. Würde ich gerne anhalten. Ja. Nehme ich 6. Sag ich, go. Pangolin. Das Ding rahm ich mehr in die Wand, wenn das so, so gut heute ist. Würde ich ganz gerne angreifen. Ja. No? Ja. Safe? Ja. Dann so ein Breakdancer. Danke. Hm? Danke. Hm. 2. No, ich hab jetzt auch nicht so schrecklich viel Leben. So, zu wirtschaften, so. Wieso nicht? Geht so. Ja, Angriff. 1, 2, mach den zu einer 4-4er. Mach 10. Zombie blockt. Pangolin. Pangolin. Okay. Noch ein Block? Nee. Dann würde ich halt 2 nehmen bisher. Das ist okay. Dann nehme ich 2. Ja. Warte ich. Gehe ich auf 10. Hallo. Capstar ist ja auch eine geile Karte. Welche? Capstar ist. Ja, das wäre jetzt echt edel. Ja. Nein. Das Animate Dead würde ich aber aufnehmen. Dann habe ich hier mal so einen Balinok Kohort. Das ist jetzt erst eine. 3-3 Erstschlag, ne? Genau. So lange er in Play ist. Ja. Würde ich ganz gerne angreifen. Fair. Dann würde ich gerne anreifen. Klar, gönn dir. Würde ich ganz gerne so blocken. Dann würde er gerne Faxen machen. Wer ist hier dann? Ja. Fress ich einen von den Tokens? Ja, klar. Kriegst du keinen Schaden, ne? Ja. Dango! Terminus. Terminus! Sorry, Angel. Eieiei. Ei, ei. Dann hau ich dich mal für 2.
Ja. Dann flickert er sich ja selber. Dann machen wir. Dann würde ich gerne angreifen. Gönn dir. Block den Fieder. Mhm. Damage? Ja. Mhm. Ja. Elvisara. Go. 5-5 fliegen, Tat zerstörte Kreatur. Kann ich regenerieren. Fliegend. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Komm schon. Pangolin, du hast es geschafft. Swings Revelation X, welche Art oder was kommt? Boah, das wäre gut, ja. Wenn ich jetzt eine Swings Revelation, ist die überhaupt da drin? Nee. Schade. Ja, Gott sei Dank. Die hätte ganz gut ins Deck gepasst, glaube ich. Mhm. Terminiert wäre auch gut. Ja. Ja, Mann! Ich hab halt nur... Pangolin! Oh, ich hab mir nicht geil!